Hallo, herzlich willkommen zurück zu South Park. Wir waren gerade dabei, sehr viele Nebenquests abzuschließen. Und so stehen wir jetzt vom Lager von Mr. Mackey. Betreten dies von dem alten Messi Mackey. So, da oben sehe ich schon ein Chin-Pokémon. Yes, Mr. Mackey will never quite get over what that owl did to him. So, jetzt müssen wir hier irgendwas finden. Prügeln wir uns mal durch den Müll. Sorry, Stan, wollte die Ratte treffen. So, hier geht's schon mal nach oben. Machen wir immer hier den ganzen Rotz weg. Ja, wenn das Aufräumen immer so einfach wäre, ne? Einfach irgendwo dagegen donnern mit dem Holzschwert. Und dann despawnt der ganze Müll. Schön wäre es, den Blumentopf nicht auch noch. Ja, so, okay, gut, dann. Diese Ratten hier. So, gehen wir da hoch. So, gehen wir hier, glaube ich, hier rüber. Ne? Weil ich mit dem Müll hier nichts gibt. Ah! I see. Let's teleport. Weg mit der Ratte, weg mit der Ratte, weg mit der Ratte. So. Mackeys Schlüssel. Oh, das ist ja putzig. Sollte es das tatsächlich gewesen sein hier? Gut. Hätten wir uns Weg sparen können. Okay. Dann raus hier. Dann müssen wir jetzt, dann glaube ich... Gehen wir da zum Postamt oder wie war das jetzt? Hä? Was? Wie? Immer noch hier? War das diese Kiste hier gar nicht? Weil ich musste den Bildschirm hier hinstellen? Ernsthaft? Okay. Ah! Scheiße! Waren die schon wieder hier? Big mistake. Ah. So. Jetzt kriegen wir da mal hin hier. Und PAM! Ach, du lieber! Also da war zu meckern. Ja, scheiße! No way, dude. Der Machtschlag da mit rechts ist ja wesentlich einfacher wie dieses einfache Rufgeprügel hier. Ja. Nehmen wir alles. So, wie war das jetzt? Wieder runter zu Mr. Mackey. Ja, und in dem Fall könnten wir natürlich gleich die Hauptquest da weitermachen. Aber gehen wir mal hier hin. Ich glaube,
Hier in der Straße finden wir noch... You seem like a pretty nice kid. Okay. Hier in der Straße finden wir aber noch irgendwo... Hier, das Kind, das letzte. Irgendwo stand das da noch versteckt in einem dieser Gebäude drin. Da hinten. Ich sehe es schon. Ja, Bengel. No way! How did you find me? Glück. Jetzt muss ich nochmal zum Park. Das ist doch, das darf doch nicht. Ausweis? Wenn da oben schon Erfahrungspunkte rumstehen. Renne hoch! Ach, stand ich in der falschen Richtung, scheiße. Waffen fallen lassen! Ja, ja. Was jetzt hier bluten und alles? Komm, weil es so schön Schönen war. Tag. Ja, ja. Bam! Ach du Liebe! So, und weg mit dir. So. Könnte dieses Schild dann da mal weggehen? Möchte nämlich hier noch looten. So. Ah, dann müssen wir nochmal... Ja, ja, ja. Müssen wir nochmal ganz kurz zum... Park. Der Park von Saus. Park. So, Kiddies. Hab euch gefunden. You found all us. You win. Bam, 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 bam. Das dürfte dann jetzt auch nur wieder für einen Vorteil reichen. Jawoll! So geht's, so läuft's, so funktioniert's. Entschuldigung, ich höre sofort auf zu singen. Vorteile, 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 Vorteile. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was? Zusätzlichen Schaden bei Angewiderten. Das wäre auch interessant. Wiederbelebungstränke machen wieder ganz voll. So ganz. Da sollten wir uns dann jetzt doch endlich mal den MP widmen. Debuffs verkürzen. In der erste Angriff, das ist Quatsch. Nahkampf zusätzlicher Schaden. Ja, wenn wir Krieger werden, wird das natürlich prall. Mehr Schaden bei Betäubten. Schwer verletzt, nee. Was haben wir da hinten? Da ist jetzt eine heilige Wind. Immer. Nee, mache ich ja nicht so gut wie nicht. Magischer. Was? Komm, wir geben Power ab für Wiederbelebung. Könnten allerdings. Ja, wenn du schwer verletzt bist. Ich will doch nicht verletzt sein. Kümmern wir uns das nächste Mal, wenn wir eine Aufwertung zur Verfügung haben, dann darum. So! So,
So, jetzt schauen wir nochmal. Okay, Großwildjagd geht erst später. Jetzt haken wir das Lager ab und machen gleichzeitig beim Elternbeirat weiter. Dann sind wir wieder in der Spur. Nisch! Ja. Jimmy, Taxi. Darüber. Ja, ich kann ja die Erfahrungspunkte nicht einfach hier liegen lassen. Rangers do not fear death. Ne? So. Dann immer Ruf. Das war jetzt gar nicht mal so effektiv wie die letzten Male immer. Weil das ist der Wurscht, wenn ich da raufhau. Scheiße! Heilen die sich hier etwa? So ein bisschen. So, jetzt brennen sie mal wieder. Den schießen wir weg. Der greift nochmal an. Stirb. Einfach stirb. Die Nazi-Zombie-Apokalypse zieht sich durch ganz South Park. Okay. Ich muss das ja vorher. Moment. Hier. Klamotten. Goth. Und. Goth. Einfach nur, weil es cooler ist. Jetzt sind wir ja richtig verbrechermäßig aus. So. So, Mr. Mackey. If you have any evidence, get it to Mr. Marsh, okay? Mal Kram verkaufen. Hier, wie immer, einmal zum Durchgucken. Dass jemand für Schamhaare Geld bezahlt, wenn es nur 5 Cent sind. Okay. Hat wieder was gebracht. Ja, nee. Ja, ich dachte, wir müssen hier die Quest jetzt hier. Okay, thanks. You threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Level 11. Level 11. Dann schauen wir da auch nochmal kurz vorher rein, aber ich glaube, ich kann. Doch, jetzt kann ich. Bam! Erhöht den Schaden. So. Und jetzt geht's endlich weiter mit Non-Conformists. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake.
You're gonna just blow up three blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Natürlich denken Sie jetzt nicht, dass es eine Regierungsverschwörung ist, sondern eine Taco Bell Konzernverschwörung. Schön. Können wir nochmal reden? PTA will call on you, should we need you again. Jo. Ja. Hauptsache. I wish my kid was as friendly as you. Wir haben unser. Das darf nicht wahr sein. Alarm! Hauptsache, wir haben unser Foto bekommen. So. Na dann. Bisschen brennen, bisschen bluten, bisschen ruck. Ouch. Ey, ich hab doch. Ja. Scheiße! No way, dude! Ach du lieber! Und. That's what you get. Die Hard, Baby! Mehr Loot! Mehr Loot! So. Das ist ja... Okay, Jungs. Ich hab Kippen besorgt. Ich hab Kaffee besorgt. Ich hab mir Klamotten besorgt. Ich hab mir Frisur besorgt. Ich hab mir euer scheiß Foto besorgt. Jetzt lenkt endlich ein. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Final test, natürlich. Okay. Gib rüber. Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. That's not how you drink coffee. You call that smoking? Gah, I'm feeling the rage. I like what you did with your coffee there. Whoa. Apathy combo. Fuck you. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Yippa, yippa, yippa. Rums. Wir haben endlich die Goth Kids. So, und nur damit ihr wieder gleich Bescheid wisst. Ich bin eigentlich kein Goth. Ich bin Magier, Kloster, Waldelfe, Dingens. So. Hardcore Gelb. Nee, machen wir mal Rot. Weiß gar nicht, wie es vorher war. Geh. Oh, dann machen wir Grau. Grau. So. Okay. Ich nehme mal an, dass wir dann jetzt hier als nächstes neue Verbindung. Ja. Mit Kyle oder mit Cartman. Müssen wir uns dann jetzt mal entscheiden, ob wir
uns dann jetzt Kyle oder Cartman anschließen müssen demnächst. Gut. Gut, gut, gut. Ah, endlich sieht die Map mal questtechnisch ein bisschen leerer aus. So, Cartmans Haus oder Kyles Haus? Das ist die große Frage, die wir aber erst in der nächsten Runde beantworten werden. Bis dahin, tschüss! Come, Sir Douchebag. It is time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete. We know where the elves are hiding their stick. What? Really? Citizens of Koopa Keep, we know where the elves are hiding the stick. Huzzah! The humans are here!